So, weiter mit dem nächsten Kampf. Auf dem Programm steht die Halbschwergewichtspaarung zwischen Patrick Karstedt aus der blauen Ecke und Markus Lohmann, die rote Ecke. Treffer hier, ui. Die rechte, ist nochmal gut drin. Fordert hier die Ecke von Florian Karstedt, Trainer Brian Alamin. Kommt hier mit zwei schönen linken Treffern durch. Gefördert, Jab, Jab, Jab. Rick Karstedt. Ja, das ist natürlich ein gutes probates Mittel, den Gegner am Seil zu lassen und darzustellen, wenn man es denn nicht umsetzen kann. Aber wie gesagt, es ist jetzt für den Boxer aus der blauen Ecke Patrick Karstedt der erste Kampf. Mit seinen 37 Jahren hat er natürlich mit dem Hansi-Gym in Hamburg eine wirklich erstklassige Adresse. Haben, aber das sei schon mal vorweggenommen, in diesem Block werden wir den Auftritt des ehemaligen siebenfachen Siegers des Chemiepokals von Halle erleben, Steven Küchler, der ja auch in seiner Profizeit und bei Universum Box Promotion unter Vertrag stand, damals als noch Klaus-Peter Kohl das Sagen hatte. Lasst ihn kommen, die Anweisung von Karstedt-Coach Brian Alamin. Jetzt wieder Druck machen, muss er wieder ein paar Punkte sammeln, der Hamburger. Das Nordduell, Buxtehude, rote Ecke gegen Hamburg, blaue Ecke hier in Riedberg nahe Gütersloh. Ja, da winkt auch Brian Alamin. Das ist ihm jetzt zu defensiv, was sein Schützling da macht. Ja, da gibt es schon eine Ermahnung, Brian Alamin.
zu laut ist, aber das ist auch das Naturell des Hamburgers, aber das scheint wohl hier nicht so gewollt zu sein. Na gut, eine Runde haben wir noch. Ich denke, es dürfte eine leichte Führung für Patrick Karstedt in der blauen Ecke sein. Unsere dritte und letzte Runde in diesem Halbschwergewichtsduell. Bevor wir mit dem nächsten Kampf wieder ins Schwergewicht wechseln werden. Karstedt beginnt hier als aktiverer Boxer in dieser dritten und letzten Runde. Kommt gut mit seiner Rechten zum Körper durch. Wie gesagt, man darf nicht vergessen, es ist der erste Kampf des Hamburgers und dafür sieht das gar nicht schlecht aus, was er hier macht. Was jetzt in keinster Weise heißen soll, dass Lohmann hier komplett unterlegen ist, das jetzt nicht. Ja, schön mit der linken, mit der Prallung wieder recht durchgekommen, Patrick Karstedt. Aber Lohmann, der gibt hier nicht gleich klein bei. Der sucht hier sich seinen Weg, um die Punktrichter von sich zu überzeugen. Scheint Lohmann hier die zweite Luft bekommen zu haben. Die letzten Sekunden in diesem Kampf. Mal schauen, wie das Urteil der Punktrichter ausfallen wird. Lass uns offizielle Urteil in diesem Kampf. Sieger mit 2:1 Punktrichterstimmen. Der Boxer aus der blauen Ecke, Patrick Karstedt.